So, dann gehen wir mal hier Power. Und hier. Und hier auch. Es ist dunkel. Was hast du jetzt kaputt gemacht? Komisch, hier sind alle Voltmeter auf Maximum und jetzt ist dunkel. So viel zum elektrischen Licht und das Monster könnte sich ankündigen. Was hat er denn bitteschön für eine Anlage? Wenn man sie anmacht, geht das Licht aus. Mal sagen, eingeschissen. Ich mag's, wenn du so ängstlich durch die Gänge läufst. Ich kann auch einfach drauf zurennen. Ja, mir ist es egal, du stirbst, nicht ich. Ah, Flakat. Ja. Das war nicht. Ich hab's nicht gesehen. Das Problem ist, es ist hier zu laut. Das heißt, ich höre das Vieh nicht. Ich kann's nur an der Taschenlampe erkennen, wenn die flackert. Wenn ich wüsste, was für ein Radius ich haben muss, also das Viech ist. Im ganzen Dunkeln kann ich hier nicht rumlaufen, das kann ich euch nicht zumuten und mir auch nicht. Kann ich unter der Treppe. Hier ist es auch schön dunkel. Zeig mir mal die Treppe, dann kann ich dir sagen, ob es die Treppe ist, die ich meine. Ja, das könnte. Ja, ich erkenne es gerade nicht, könnte es aber sein. Hat das aber anders in Erinnerung. Naja, die Lichter flackern nicht, das heißt, es ist... Ja. Das hat sich dann wohl mit der Sache... Jupp. Lichter flackern nicht, das hat dann wohl... Okay, ich bin ruhig. Ne? So nach dem Motto. Keine Ahnung, ich sehe nix. Ich sehe nix. Ich würde es ja zu geil finden, wenn ich das Viech sieht und dann dir hinterher rennt und dann halt aufgescheucht durch den Raum läufst und nach deiner Mama schreist. Hilfe, Hilfe! Ich weiß, ich bin ein Arsch. Ich schreie ja nicht und außerdem hört man dich gerade wahrscheinlich nicht. Ja, das ist ja kein Problem. Damit kann ich leben, dass man dich hört. Ja, aber ich mag das halt nicht. Also ich weiß, hier im Eck sitzen bringt mir nichts viel, aber ich kann hier, ich sehe nichts. Ja, das kommt jetzt auf mich zu, ne? Ja, ich kann nichts sehen. Ah doch, ich kann es sehen. Ich kann es sehen, das kommt voll auf mich zugerannt. Geiler Scheiß, das kommt voll auf mich zu. Putz, Alter, ich hab grad kassiert, ey. Egal, einfach nur noch Licht an und lauf, Junge, lauf, mein Freund. Lauf, Mandus! Lauf im Kreis, mein Freund! Lauf geschwind! Ja, ich muss einfach natürlich gucken, wo du rauskommst. Ich bleibe im Eck. Naja, kommt das Viech dir im ganzen Spiel nicht mehr, nö. Wie gesagt, ich wusste es nicht mehr. Okay, dann ergänze ich mal. Dann war das wohl die schlimmste Begegnung. Also zumindest, also ich hatte sie nicht. Könntest du mir mal sagen, wo es rausgeht, ganz ehrlich? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müsste irgendwo an der Seitentür sein. Vor allem, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht mal, wo das Vieh ist.
Also wenn du cheaten möchtest, gehst du raus, also dabei speicherst du ja, stellst den Gamma-Wert ganz, ganz hoch, kommst zu einem Video nachher verkrockst Scheiße drüber, aber du siehst was, wie du cheaten willst. Ist ja kein Cheaten. Ist ja nur Ausnutzen der Spiel-Features. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, ich laufe jetzt einfach hier mal rum. Lass allerdings die Lampe aus, verhalte mich im Dunkeln. Ach ja. Ich weiß nicht, ob das Viech jetzt wieder despawned ist. Ich weiß nicht, wie das Spawn-System hier war. Auf jeden Fall bei mir ist das Viech irgendwie wieder despawned. Nach einer Zeit. Ich habe auch in der Ecke gesessen und gewartet. Minuten oder so, das hat eine Patrouille gemacht und war dann, ja, es ist nicht weg. Da ist es, da ist es. Naja, ich hab's gesehen, es ist nicht weg. Die Sache hat sich dann wieder erledigt. Ich bin nicht angespannt oder so, grad. Nein, nein. Nee, eigentlich nicht. Das ist das Schweigen der Lämmer, ne? Das ist eigentlich... Ja, es ist für mich jetzt nicht irgendwie Horror. Eine künstlerische Denkphase, nennen wir es. Aber... Naja, ich... Es ist halt irgendwie so, halt wie bei jedem anderen Spiel, bloß dass ich nichts sehe. Und dass ich mich jetzt versuche, hier an dem Gegner vorbeizuschleichen. Das ist eigentlich nicht so mein Ziel. Am liebsten würde ich den Vorschlaghammer nehmen und Boots Ultra Damage. Der Jude immer noch da vorne jetzt. Wie gesagt, am liebsten würde ich dem Viech dem Vorschlaghammer in den Kopf rammen und in den Ofen werfen und verbrennen. Ja, dann müsstest du in Days to Die spielen. Da kannst du zwar keine Leute verbrennen, aber du hast ja, das sollen sie mal noch reinmachen, das wäre ein geiles Spielefeature. Zombies verbrennen. Burn, baby, burn. Burn, 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 the ring of fire. Ring of the iron. Ah ne, das war ein anderes Feature. Ich mach hier mal wieder die passendste Untermalung eines Plays, was ich mir wünschen kann. Du hast hier, glaube ich, den besten Kommentator aller Zeiten. Ja, den besten, den man überhaupt nicht hört, weil die Maschinen hier immer noch so laut sind. Also falls man Patrick nicht wirklich gut hört, dann tut's mir leid. Nee, du musst sagen, ich tut mir sorry. Also etwas Integration. Nee. Auf jeden Fall irgendwas wollte ich sagen, genau. Ich bin eigentlich nicht der Co-Kommentator. Ich kann das eigentlich gar nicht leiden, da zu sitzen und Co-Kommentieren. Co-Kommentieren aus Endeffekt. Normalerweise, also das ist ja eine Ausnahme, dass ich das jetzt sehe bei dir. Guck da ist es, da ist das Ding. Da macht das eigentlich relativ viel Spaß. Hört mich das? Kann mich das hören? Ich weiß es nicht. Probier's aus. Probier's aus, du bist lustig. Nee, ich bin eigentlich nicht der Co-Kommentator, aber wenn ich das jetzt so sehen kann wie bei Kevin, dann macht das eigentlich Spaß, Co-Kommentieren. Oh Gott, das ist. Ich brauche ein Wort. Ich kann die Lampe nicht anmachen, aber ich kann hier runter. Die Frage ist nur, muss ich hier runter? Ja. Nee, eigentlich wollte ich was anderes sagen. Ja, also, wie gesagt, so bei Francisco und so war das immer so ein bisschen komisch. Weil er hat halt aufgenommen, ich habe nie gesehen, was er macht und musste mich dann immer so auf seine Kommentare verlassen, die dann immer irgendwie, naja, nicht so ganz eindeutig waren. Dann war das irgendwie für mich nicht wirklich lustig. Bei dir ist das ein bisschen anders. Ich sehe es ja wenigstens. Ich glaube, ich laber hier einfach nur unnötig viel Scheiß und du hast ein Memento bekommen, ne? Ja, und wir haben hier noch eine Nachricht und ich bin jetzt in Sicherheit vor dem Monster vorerst mal. Erst. Ich weiß nicht, ob ich da oben jetzt irgendwas übersehen habe. Ich bin jetzt einfach nur noch hier runtergegangen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, und die Musik ist auch nicht gerade wirklich besser. Ich gehe hier gerade mal, ich sprint hier mal lang. Okay, nein. Ich würde sagen, wir lesen erstmal die Mementos, bevor mich hier das Viech noch verfolgt, weil hier ist so eine gerade Strecke. Ja, würde ich auch mal vorschlagen. Verbindung X-Lagerung.
Gefahr, kein offenes Feuer. Okay. No naked flames. Hört sich irgendwie komisch an. Fluteinbruch, Notabschaltung in Kraft. Aha. Na gut, dann. 30. April 1899. Die Kiste traf heute Morgen ein und ich ließ sie direkt in die Werkstatt bringen. Der Körper ist bemerkenswert gut erhalten, obwohl er einen leichten, aber dennoch ekelerregenden Geruch von Feuchtigkeit und Verwesung verströmt. Er ist an sich humanoid, hat aber schwere Skelettverformungen erlitten. Der deformierte Objektkörper, der nach den Rückschlüsse auf erhebliche Muskelmasse und Deplatzierung zulässt, wird vom Lederbandresten umgeben. Es ist schwierig festzustellen, ob dieser Unglückliche barbarische Operationen ausgesetzt oder deformiert geboren wurde und man Versuche anstellte, seinen krummen Körper etwas mehr Menschlichkeit zu verleihen. Was genau er ist, kann ich nicht sagen. Aber ich rieche an ihm die Kugel der Macht und ich vermute, dass mein Großonkel Schuld an seinem seltsamen Zustand trägt. Es ist also möglich. Wir können den Körper zu einem Werkzeug umformen und den Fortschritt von Herrn Darwins Evolution beschleunigen. Hier aber trennen sich unsere Wege. Mein Großonkel experimentierte an Menschen, die aber schwierig zu kontrollieren und von Sentimentalität verdorben sind. Nein, wir benötigen für unsere Güter eine neue Kreatur, die loyal, schlau, stark und schnell satt wird. Und was fällt einem dann natürlich ein, was man da nehmen könnte? Ja, das ist das Viech wahrscheinlich. Ein Oink Oink. Der Abstieg geht weiter. Ausrufezeichen. Was hat mir diese finstere Stimme aufgetragen? Unter die Kolben, in die Tunnel und zu den Bilgepumpen. Und sollten die Türen verschlossen sein, muss ich für meinen Abstieg einen anderen Weg finden. Ich kann ihnen nicht trauen, aber mein Weg ist mir vorgegeben. Diese Geräusche werde ich ignorieren. Dieses Schnüffeln, diese schlürfenden Schritte unter mir. Ich werde dem standhalten, was auch immer dort unten lauern mag. Und ich werde sie retten. Ja. Toll. Klasse. Sonst noch was? Nee. Na dann. Ja, dann würde ich sagen, jetzt erst recht mal Feuer anmachen und in den Raum reinlaufen. Das geht ja nicht. Achso. Ist so. Beide Türen verschlossen. Das heißt, wir folgen diesem Kohleförderband hier. Also sind wir jetzt im Ruhrpott. Ja, natürlich nichts gegen die Menschen, die aus dem Ruhrpott kommen. Natürlich nicht. Ich bin ja kein Assi. Witze auf Kosten vom Ruhrpott zu machen, das ist ja unterste Schublade, ne? Naja. Denn wie der Family Guy schon gesagt hat, im Ruhrpott haben sie die beste Currywurst, die beste Luft und die meisten Arbeitslosen. So. Entschuldigung, ich kann mich nicht zusammenreißen. Ich lass mich einfach zu sehr hinreißen. Du bist schuld, Kevin. Du bist der Dämon. Ich bin gar nichts. Der Dämon ist hier und der geht mir auf die Nerven und ich habe keine Lust mehr langsam. Hier wegzurennen. Ich will eine Waffe. Jetzt gleich. Mann. Rage. Gib halt einen Cheat ein, so, keine Ahnung, gib mir eine Waffe. Give me a weapon, Boots, wohl mit der Schrotflinte ins Gesicht. Galientransport, Vorsicht, auch ätzend. Entzündlich. Finde ich voll ätzend, sowas. Voll ätzend, das ist. Licht hat auch gerade wieder gemacht und jetzt muss ich hier rein und jetzt kommt's Monster. Nein, doch nicht. Soll ich hier in den Lastenaufzug oder was? Wollen die mich verarschen? Ist los? Tatsächlich. Geil, es geht nach oben. Es kann ja nur besser werden. Im Nest der Eier. Oder es geht noch weiter nach unten. Ich wollte gerade sagen, muss ja nicht mal zwingend nach oben gehen. In der Fabrik ist es jetzt still. Er stolpert die Gasse entlang. Er hat einen Schraubenschlüssel locker in der Hand. Von dem Öl und Fett herabtropfen. Im Halbdunkeln sieht es wie Blut aus. Gerade noch geschafft. Ja, wie Blut. Hilfe. Hilfe. Oh
Maut! Maut! Ah, Alter! Verdammt, meine Ohren! Das ist natürlich schade. Na. Ey, was kotzt der sich jetzt, oder was? Boah, Alter, der Typ ist schwer geflasht, ey. Oh, Telefon. Telefon und Internet. The children weep in the darkness and the flood waters continue to rise. Ja, dann soll das Hochwasser halt mal steigen. Ist mir Wurst. Ich geh jetzt heim. Ach du Scheiße. Scheiß auf meine Kinder, ich geh kacken. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gefällt dir, was du siehst? Das ist ja der übelste Sadomaso-Schuppen. Erinnert so ein bisschen an S&M, ne? Das ist doch der übelste Sadomaso-Schuppen hier. Nee, Sadomaso ist was anderes. Sadomaso ist, wenn man Leichen fickt, glaube ich. So. Nee, das war Nekrophilie. Sadomaso ist, wenn du auf Schmerzen stehst. Achso. Und was war da nochmal? Tierfickerei? Bah. Da war wieder irgendwas anderes. Das ich will weiß. Keiner wissen. Du hast ein Memento bekommen und da liegt eine Notiz. Jetzt sind wir gespannt. Zähne. Boah. Na dann. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Das wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brenneburg Vitae Infusion und einem Teil Orgon Monaden Dispersa Flüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie injiziert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleinere Mengen Metall. Mhm. So, dann gucken wir hier nochmal rein ins Tagebuch. Sabotage! Lediert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt. Aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden, und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht über die grausamen und unaussprechlichen Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge, beseitige die Überschwemmung, befreie deine Kinder. Wartungszugang. Hinter den verschlossenen Türen gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das Vorhängeschloss ist alt, aber robust. Und nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, es aufzubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Ja, ja. Lampe. Ah, ah, hell, au, hell. Blöde Lampe. Geh weg. Und? Hallo Monster, bitte lächeln. Ist das die Schumann-Lampe? Weiß ich nicht. Also... kann auch diese Lampe sein, die beim Zahnarzt da zu finden ist. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Kann ja vielleicht mal jemand in die Kommentare schreiben. Tja, wir müssen einen anderen Weg finden. Natürlich, warum auch den einfachen Weg nehmen? Ja eben, die denken wenigstens wie ich. Warum einfach, wenn es so umständlich geht? Die hässliche Lampe, ey, die nervt mich. Ich habe jetzt immer Angst vor Treppen, seitdem Patrick mir das gesagt hat. Ich kann dich beruhigen. In dem Raum, in dem diese Treppe steht, ist eine Türe.
Und hinter der Treppe kann man sich ordentlich verstecken. Also nicht wie diese andere Treppe da, sondern man kann wirklich komplett hinter die Treppe gehen. Und man kann nicht gesehen werden.